Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der Gotswil Tirol der Freikirche in Telfs. Wir wollen dich mit der folgenden Botschaft segnen und würden uns freuen, wenn du dich bei uns auf der Facebook-Seite oder auf der Webseite hineinklickst. Gottes Segen. Lass uns einmal in die Predigt einsteigen, wir sind schon spät dran, deswegen starten wir. Herr, ich lobe und preise dich, erhebe dich jetzt auch in der Predigt, möchte ich, dass du wirkst, dass du was sagst, dass du zu den Menschen sprichst, egal ob sie jetzt gerade da sind oder ob es du dann online weitergeht. Herr, ich lobe und preise dich, Herr, ich erhebe dich, Herr, in Jesu mächtigen Namen. Amen. Ich habe euch heute schon gesagt, ich bin richtig drauf. Ich bin richtig drauf, jetzt zu predigen. Nicht um euch zu belehren oder euch irgendwas hinzuschmeißen, sondern ich möchte Gottes Wort euch bringen. Und ich möchte das bringen, was mir momentan so am Herzen brennt. Und das ist das Gebet. Es geht heute ums Gebet. Es geht darum, zurück zum Ursprung zu gehen. Weil bei all den Schwierigkeiten, die wir jetzt hatten, bei all den Schwierigkeiten, die ich in Afrika gesehen habe, und das waren viele, habe ich eines gelernt in Afrika, dass der Schlüssel zur Veränderung immer das Gebet ist. Und ich möchte ein Bild zeigen. Jetzt sind heute gar nicht so viele da, die mit uns gestartet haben, aber Deborah und William wissen es. Das ist unsere Visitenkarte seit dem ersten Tag, seit es uns gibt. Da ist sogar noch der alte Name drauf. Internationale Gemeinde nach Gottes Willen. Gotswil International Ministry. So haben wir gestartet. Das Foto von, weiß ich nicht, Hochzeit der Schwester von der Sarah, glaube ich. So, da haben wir noch jung ausgeschaut und knackig. Dann habe ich gehört, das ist vielleicht nicht so ganz biblisch, die Sarah als erstes zu nennen, aber es ist halt höflich, gell? Wir haben gelernt, gell? Aber ich möchte euch auf was hinweisen heute. Ich möchte euch auf das daneben hinweisen. Wir haben nämlich gesagt, wie haben wir gestartet als Gebetsgemeinschaft? Wir haben als Gebetsgemeinschaft gestartet. Wir haben als Gebetsgemeinschaft hier gestartet. Und der Heinz, die Sabine, die Rosemarie erinnern sich daran, der William und die Deborah, wie wir gestartet haben, in diesem kleinen Kinderraum da drüben. Da hinten, da wo jetzt die Kinder sind. Und was war der Hauptteil des Gottesdienstes? Weder die Predigt noch der Lobpreis kam immer aus der Büchse. Die Predigt war immer kurz, aber das Gebet war der Hauptteil des Gottesdienstes. Wir sind als Gebetsgemeinschaft angetreten in Telfs 2015. Und ich habe mich die letzten Tage gefragt, wo ist denn unser Gebetsleben hin? Ich möchte überhaupt nicht Kritik äußern. Ich weiß nicht, wie eure persönliche Beziehung zu Jesus ist, wie oft ihr betet. Ich kenne viele von euch so, dass ihr sehr, sehr stark zum Herrn betet. Das will ich bitte nicht in Abrede stellen. Bitte bleibt da dran. Aber es geht auch darum, die Gemeinde soll ein Haus des Gebetes sein. Und ich bin heute hier angetreten in der Predigt, um dafür zu sorgen, um euch zu helfen, um uns allen zu helfen, dass diese Gemeinde ein Haus des Gebetes wieder sein wird. Ich will, dass dieses Haus nicht nur am Sonntag bespielt wird mit irgendwelchen Gottesdiensten. Die sind super. Wir werden gestärkt. Wir sind in der Tankstelle. Aber wir müssen zurück zu unseren Ursprüngen. Wir müssen zurück zur Gebetsgemeinschaft. Ich weiß genau, man kann zu Hause ganz wunderbar alleine beten. Man kann als Ehepaar wunderbar beten. Aber ich möchte euch heute zeigen, was der Unterschied ist zwischen ich arbeite selbst an meiner Beziehung zu Jesus Christus. Bitte tut das weiter, bitte fühlt euch da nicht angegriffen. Das möchte ich überhaupt nicht. Bitte tut da weiter, weil ich weiß, viele haben eine sehr starke Beziehung zum Herrn.
Aber es geht auch darum, wenn ich ein Bestandteil einer Gemeinschaft bin, dann gibt es Dinge, die man nur in der Gemeinschaft lösen kann. Und wenn wir nicht gemeinsam beten, wenn wir es nicht schaffen, eine Stunde in der Woche miteinander zu beten, als Gemeinschaft, dann sind wir keine Gebetsgemeinschaft. Und das möchte ich uns wieder ein bisschen in Erinnerung rufen, dass wir dieses Gebet, wir haben es momentan auf Zoom, es hat ja einen Grund, natürlich war Corona der Grund auch, aber es war auch schwierig, einen Termin zu finden, weil viele kommen von weiter her. Und für eine Stunde in die Gemeinde fahren, da haben wir ganz oft Schwierigkeiten gehabt. Deswegen haben wir das persönliche Gebet hier verlegt auf Zoom. Und ich würde mir wünschen, dass wir wieder gemeinsam beten. Mehr. Ich würde mir wünschen, und ich bringe jetzt die Wünsche schon vor der Bibelstellen, ich wünsche mir noch was. Ich wünsche mir, dass dieses Haus des Gebetes, Barbara, du erinnerst dich, du warst damals zu Besuch, gell? Sind wir im Kreis gesessen nach dem Gottesdienst. Jedes Mal. Keiner ist zum Kaffee gerannt. Wir haben auch super Kaffee gehabt und Kuchen, gell? Super haben wir gehabt. Die Sabine und der Heinz, gell, die waren super in die Sachen. Jedes Mal haben wir gut Kaffee getrunken. Aber es ist kein Sonntag ist vergangen. Nach dem Gottesdienst, wir haben einen Kreis gebildet und haben gebetet. Und erst nachdem haben wir gesagt, jetzt trinken wir mal einen Kaffee. Manchmal sind wir gehockt eine Stunde in dem Kreis und haben gebetet. Und keiner hat gemerkt, dass es eigentlich einen Kaffee gab. Und dann sind wir halt nur eine Stunde beim Kaffee gehockt. Ich möchte, dass wir wieder zurückkommen zum Gebet für die Menschen. Nicht für mich selber, sondern für die Leute, die da kommen. Weil ich glaube, im Gebet liegt die Kraft. Der Markus hat schon ausführlich im Epheser gesagt, danke dafür. Weil das ist genau das Gebet füreinander. Das muss wieder leben. Ich weiß, dass viele untereinander Privatkontakt haben und füreinander gebetet wird. Aber ich möchte, dass es auch in der Gemeinschaft stattfindet. Damit Menschen, die kommen, die sich aufraffen zu kommen am Sonntag in der Früh, dass sie zumindest nicht nur einen Gottesdienst haben, sondern ein persönliches Gebet von irgendjemand. Und jetzt sage ich noch was. Ihr seid vielleicht die falschen Adressaten, weil ihr seid immer brav da, gell? Aber ich muss es sagen, es gibt ja noch eine Gelegenheit. Etwas, was ich in Afrika gesehen habe und was ich auch in anderen Gemeinden oft sehe, ist, eine Stunde vor dem Gottesdienst ist ein Gewusel in den Gemeinden. Nicht, weil man vorbereitet, sondern weil man sich trifft und weil man noch schnell ein Gespräch hat, weil man noch schnell, du, ich bete noch schnell für das und ich bete noch schnell für das. Es wäre auch vor dem Gottesdienst eine Gelegenheit, zu sagen, ich bin früher da, vielleicht kann mich der Simon ja brauchen, aber vielleicht kann ich auch für jemanden beten. Und ich möchte auch sagen, bitte, wartet nicht drauf, dass der Pastor kommt und euch eine Aufgabe gibt. Wartet nicht auf Aufgaben. In Gottes Haus darf jeder dienen. Und eine Sache, in der man dienen kann, ist für Menschen beten. Aber dafür müssen die Menschen da sein und nicht erst um 5 vor 10. Das ist hart, ich weiß, aber ich will, dass dieses Haus ein Gebetshaus wird. Dass nicht wir die Ersten sein, wenn wir um 9 kommen. Dass die Menschen schon beten. Die Gemeindemitglieder, die irgendwas haben, die haben einen Schlüsselcode für da unten. Die Gemeinde ist nicht zu. Die kann aufgemacht werden von jemand, der öfter da ist, der hat den Schlüsselcode. Ich will dieses Haus zum Haus des Gebetes machen, um jeden Preis. Um jeden Preis. Und ich bin niemandem böse, der sagt, ich schaffe es nicht in der Früh. Ich bin niemandem böse, der sagt, ich muss arbeiten, ich kann nicht kommen. Bitte. Ich selber habe auch viel zu tun. Aber ich möchte euch auch auffordern, lasst uns wieder zum Haus des Gebetes werden. Wenn wir das sind, bin ich ganz sicher, dass wir
der Angriff des Feindes, der kommt gar nicht bei der Tür rein, weil das die Gebetsmacht so groß ist, diese Wand des Gebetes. Ich möchte uns ermutigen, ich weiß nicht, ob ich den Gottesdienst auf Neine verlegen muss, dass um Neine die Leute kommen, dann können wir um Neine beten anfangen. Weiß ich nicht. Aber denkt es mit mir, ich bin, oder wir als Leiter, wir sind ja auch nur bedingt weise. Aber vielleicht gibt es eine Idee, dass man da was machen kann. Dass man vor dem Gottesdienst, nach dem Gottesdienst immer eine Zeit des Gebetes haben. Ja. Wie ist das mit dem Gebet? Lasst uns kurz einmal eine Bibelstelle dazu lesen. Ihr kennt die Bibelstellen. 1. Thessalonicher 5, 16 bis 18. Seid immer fröhlich. Das ist ja immer, seid fröhliche Diener. Lasst nicht irgendeine Traurigkeit rein. Und hört nicht auf zu beten. Was immer auch geschieht, seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Wir sollen fröhlich sein beim Beten. Und wir sollen nicht aufhören zu beten. Bitte helft mit, dass in diesem Haus nicht mehr aufgehört wird zu beten. Nicht nur daheim, sondern in Gemeinschaft. Ich weiß nicht, vielleicht müssen wir noch was ändern. Der Herr wird es uns zeigen in den nächsten Wochen, was er denn da will. Aber ich habe den Eindruck, wir dürfen nicht aufhören zu beten. Und der Kolosser, das hat der Markus eigentlich schon im Epheserbrief auch vorgelesen, da steht nämlich auch, betet mit aller Ausdauer. In anderen Bibelstellen und in den älteren Übersetzungen steht Beharrlichkeit. Voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne eure Wachsamkeit nachzulassen. Wir sollen in Wachsamkeit beten. Und lasst uns das nicht alleine tun. Auch alleine. Wir brauchen stille Zeit. Wir brauchen Gemeinschaft mit dem Herrn, auch für uns. Aber die Gemeinde braucht es auch. Betet mit aller Ausdauer und Beharrlichkeit voller Dankbarkeit. Und bitte, wartet nicht darauf, dass ich euch auffordere als Pastor, ihr seid jetzt im Gebetsteam, wartet nicht auf eine Position in der Gemeinde. Beten kann jeder. Und je mehr das tun, desto stärker ist der Schutz in der Gemeinde. Bitte, lasst das nicht los. Es gab eine Predigt in Afrika von einem Apostel, die mich sehr berührt hat, weil er davon gesprochen hat, Position oder Funktion. Sind wir hier, weil wir eine Position bekleiden, weil wir sagen, wir sind Leiter oder wir sind Techniker oder wir sind Lobpreiser oder sind wir wegen der Funktion zu dem, was Gott uns berufen hat hier? Und ich sage es ganz ehrlich, natürlich braucht der Gemeinde immer Leiter. Und ich bin dankbar für jeden Leiter, für Heinz und für Sabine, die organisatorische Leitung haben, fürs Lobpreisteam, die Verantwortung übernehmen, fürs Leitungsteam, die Verantwortung übernehmen. Aber lasst uns nicht an dem festhalten, bin ich jetzt Leiter oder nicht. Wir sind alle berufen zum Gebet. Wir sind alle berufen zu beten und noch zu viel mehr. Lasst uns nicht abhängig machen von Positionen, ob ich da mich jetzt wohlfühle oder nicht, sondern lasst uns vom Gebet abhängig machen, vom Jesus Christus, der darauf wartet, mit uns ins Gespräch zu gehen. Wenn wir davon ausgehen, wir haben dieses Bild des Kachelofens, stellen wir das wirklich so vor, so ungefähr. Jesus sitzt zu Rechten seines Vaters in seinem Zimmerchen, Wohnzimmer, mit dem Kachelofen und sagt, komm her. Und jedes Gebet ist ein Gespräch mit Gott. Und natürlich muss ich selber ein Gespräch mit Gott führen,
als Einzelperson, aber eben auch in Vertretung. Ich gehöre zu einer Gemeinde dazu. Egal, ob du unterschrieben hast, ob du den Zettel unterschrieben hast, Mitgliedsvereinbarung, wurscht. Wenn du regelmäßig kommst, gehörst du dazu und gehörst von der Gemeinde geschützt. Und das müssen wir im Gebet machen. Nicht die Pastoren und nicht die Leiter. Auch. Aber wir müssen es als Gemeinde tun, als Einheit. Gott will, dass wir eins sind. Und wie wollen wir eins werden, wenn wir nicht gemeinsam beten? Geht nicht. Und jetzt kommt's. Ich mag den Jakobus. Der ist ziemlich streng mit den Leuten, oder? Der Herr Lehrer. Da steht nämlich, und das finde ich so schier, Jakobus 5, 16. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Oha! Die Heilung, die Wunder, die wir erleben wollen, hängen am Gebet. Also wenn jemand zu mir sagt, und das war jetzt die letzten Wochen der Fall, weil natürlich der Tommy Elmer da war und gesagt, so viele Wunder in Afrika, ich war auch in Afrika, habe Wunder erlebt, und sagt, ich will das auch erleben. Da ist es. Da steht es. Es hängt am Gebet. Lasst uns wieder mehr Gemeinschaft haben, mehr uns gegenseitig die Sünden bekennen, damit reden, wer hat wo Schwierigkeiten. Ich weiß, viele tun es schon untereinander. Lasst uns das aber auch als Gemeinde tun. Und schaut es nicht auf den Pastor. Nur weil ich Pastor bin, bin ich genauso ein Mensch. Und man kann vor mir genauso die Sünden bekennen. Und ich werde auch deswegen nicht der Gemeinde verweisen. Wir sind dafür da, die Gemeinde ist unter anderem dafür da, dass wir einander die Sünden bekennen und füreinander beten. Wie soll man denn beten, wenn wir es nicht wissen, wenn wir keinen Kontakt haben? Ich will diese Heilung in diese Gemeinde bringen. Ich will das Wunder geschehen und Heilung rufen in diese Gemeinde durch das Gebet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Eines Gerechten steht in vielen Bibelübersetzungen. Aber nachdem es nicht immer so verständlich ist, wer ist denn gerecht? Wir sind gerecht gesprochen dadurch, dass wir Jesus angenommen haben. Durchs Blut am Kreuz sind wir gerecht. Und wenn wir ein Gebet sprechen, des guten Herzens ist, dann können wir damit viel bewirken. Und ich bitte auch wirklich, das zu glauben. Und das ist das, was der Jakobus da drin anspricht. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Er spricht den Glauben an. Im Gebet. Denn wenn ich sowas schreibe, dann glaube ich an die Wirkung im Gebet. Ich sehe also schon die Herrlichkeit, die Heilung in der Zukunft. Und das ist das, was ich gesehen habe. Wenn wir als Gemeinde, jeder Einzelne, wieder Gemeinschaft haben im Gebet, dann wird diese Baumkrone, von der wir gesprochen haben, so dicht, dass kein Borkenkäfer oder irgendwas diesen Baum angreifen kann, weil er sich denkt, da gehe ich erst gar nicht auf. Der Feind hat Angst, wenn wir beten als Gemeinde. Der Feind fürchtet sich. Und wenn er nicht in die Gemeinde reinkommt, dann kann er auch nicht in dein Leben. Dann kann er auch nicht in dein persönliches Leben rein. Ich bin so sauer, dass wir als Gemeinde dieses Gebet aus den Augen verloren haben. Ich bin nicht sauer auf euch als Person, aber ich bin sauer auf mich selbst, auf uns, dass wir das zugelassen haben. Wir haben 2015 als Gebetsgemeinschaft gestartet.
90% von dem, was wir getan haben, war das Gebet. Und jetzt ist fast nichts mehr übrig. Und ich möchte jeden einladen, egal wie beschäftigt du bist, lass uns einmal am Dienstag zusammenkommen zum Gebet. 18.30 Uhr für eine Stunde. Wir beten nicht länger, egal wie viele Anliegen es gibt. Wir können das auch in Zoom in Kleingruppen machen, wenn 20 Leute da sind. Die Möglichkeit haben wir. Und dann lass uns als Gemeinde überlegen, wie können wir das wieder intensivieren. Wir müssen, dieses Gebet ist nicht diskutierbar. Das muss eine Säule in der Gemeinde sein. Der Martin Luther hat was gesagt, das habe ich heute auf Facebook gesehen. Ich weiß nicht mehr genau, wie es gegangen ist, aber der Martin Luther damals schon, dass das Gebet die Säule der Gemeinde ist. Eine der Säulen. Und lasst uns die Säule weiterhin zusammenhalten. Und warum ist es wichtig, dass wir als Gemeinde beten? Erstens, Heilung kann geschehen, wenn wir füreinander beten. Zweitens, setzt alles daran, Epheser 4,3, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Und da frage ich mich, wenn ich nicht weiß, was ich für einen anderen beten kann, wie soll ich dann im Geist eins werden? Wenn ich nicht weiß, was den anderen bewegt im Herzen, dann kann ich nicht eins werden. Und der Herr will, dass wir wieder eins werden in der Gemeinde. Und das Gebet trägt dazu bei, es ist nicht alles, aber es ist eine großartige Säule. Und ich möchte euch einladen, wirklich das Gebet ein Gebet einen anderen Stellenwert zu geben. Und mein Wunsch ist tatsächlich, dass wir in der Früh kommen, mit der Intention, noch für 3 Menschen zu beten, bevor der Gottesdienst beginnt. Und dass wir nach dem Gottesdienst gehen, mit der Intention, für 3 Menschen zu beten, mit 3 Menschen zu beten, bevor wir den Gottesdienst verlassen. Das ist mein Wunsch. Dass da wieder Leben einkehrt, Heilung einkehrt, Wunder geschehen, weil wir beten als Gemeinde. Deswegen ist auch das Wochenthema klar: Erneuere dein Gebetsleben. Ich habe richtig den Eindruck, wir müssen als Gemeinde wieder zueinander finden im Gebet. Zueinander finden im Soaking. Deswegen gibt es dieses auf Gott hören jetzt auch. Gott zuhören. Zu Gott sprechen, beten, Gott zuhören. Und weil ich glaube, dass es jetzt notwendig ist, machen wir auch dieses einmal im Monat Overnight Prayer, damit wir wieder für die Gemeinde einstehen. Für die Menschen, die da kommen. Es gibt einige da draußen, die im Moment mit mir in Kontakt stehen, aber die sich nicht einer trauen. Weil Kirche ist ja Religion und so weiter. Die da draußen stehen, mit denen wir Kontakt haben, per SMS, per WhatsApp, die sagen, ich weiß es nicht. Ich will, dass wir die einer beten. Ich will, dass die Menschen da einer gebetet werden. Ich sag's nochmal, mir geht's nicht um Position. Ich bin der Pastor von 300 Menschen. Das war nie meine Intention und es wird es auch nie sein. Es ist mir vollkommen wurscht, ob wir zu 5, zu 10 oder zu 300 sind. Aber mir geht es um die Menschen, dass sie Gebet empfangen und dass sie eine Veränderung erleben mit Gemeinde. Dass Gemeinde nicht Religion bedeutet, nicht Kirche bedeutet automatisch, dass wir diese Sachen aufbrechen. Dass sie vom Heiligen Geist viel erfahren, wenn sie da sind. Aber dass sie zumindest im Gebet sich getragen fühlen. Jeder Einzelne, der da ist, soll sich getragen fühlen im Gebet. Und dann kommen die Leute da wieder, weil sie sich wohlfühlen, weil sie sich getragen fühlen. Aber nicht von uns,
sondern von Jesus Christus, der uns geboten hat, ohne Unterlass zu beten und füreinander einzustehen. Deswegen gibt es genau dieses Wochengebet. Erneuere dein Gebetsleben. Ich weiß nicht, wie es damit steht, mit deinem Persönlichen. In das will ich gar nicht eingreifen, weil ich weiß, es gibt so viele starke Beter in diesem Haus. Aber lass es uns wieder miteinander tun, damit wir eins werden. Und damit wir als Gemeinde bei Gott etwas vorbringen können, weil sie sagen, schau, wie die beten, wie die eins sind im Gebet. Und wenn wir wollen, dass dieses Delphs errettet wird, wenn wir wollen, dass dieses Delphs von Corona verschont bleibt, dann müssen wir als Gemeinde aufstehen und beten. Nicht jeder einzeln. Helft es alle mit? Dann wird es was Großartiges. Ich habe schon gesehen in der Zukunft, was alles mit dieser schönen Baumkrone passiert. Lass uns einmal anfangen. Und machen wir es bitte nicht so, wie es ein Vorarlberger Sprichwort sagt. Es gibt viel zu tun, fangt schon mal ohne mich an. Schaut bitte nicht auf den anderen. Seid ihr bist du die Erste, die das macht. Und es werden mehr. Sei du der Erste, der es tut. Der die Menschen zum gemeinschaftlichen Gebet aufruft. Und ich will, dass dieses Haus wieder ein Haus des Gebetes wird. Und alles andere wird kommen. Alles andere wird kommen. Und ich werde alles tun, dass wir hier Möglichkeit haben, immer zum Gebet zu kommen. Danke, Herr, ich lobe und preise dich, erhebe dich, Herr. Ich danke dir dafür, dass du gesprochen hast. Ich danke dir, dass du es in die Herzen hineinbringst, nicht nur von den Menschen, die da sind, sondern dass du es in jeden Einzelnen hineinlegst, der irgendwie mit uns verbunden ist. Ich lob und preise dich, Herr. Ich danke dir, dass du Heilung bringen wirst, wenn wir füreinander beten. Dass du Wunder bringen wirst, wenn wir füreinander beten. Lass nichts mehr zu, dass uns getrennt wird, dass wir getrennt beten. Lass und schaff uns Möglichkeiten, dass wir wieder Gemeinschaft haben. Gemeinsam beten, weil uns das Reich Gottes wichtig ist. Nicht, weil es uns schlecht geht gerade oder weil es uns persönliche Anliegen wichtiger sind, sondern weil es Reich Gottes wichtig ist, Herr. Lass es groß werden in uns, in Jesu mächtigen Namen. Rufe deinen Geist in uns, der uns erinnert, wenn wir wieder gemeinsam beten sollen. Herr, ich lob und preis dich, Herr, in Jesu mächtigen Namen.